Die französische Justiz hat ihre Ermittlungen zum Flugzeugabsturz des ehemaligen ruandischen Präsidenten Juvenal Habyarimana eingestellt. Sein Privatjet wurde am 6. April 1994 beim Landeanflug auf die Hauptstadt Kigali abgeschossen. Die Einstellung des Verfahrens wurde von der ruandischen Regierung begrüßt, aber der Anwalt der Witwe des getöteten Präsidenten Habyarimana kündigte an, Berufung einzulegen. Die Frage nach dem Täter war jahrelang umstritten. Sie vergiftete auch Frankreichs Beziehungen zur heutigen ruandischen Regierung von Präsident Paul Kagame. Dieser hatte Frankreich mehrfach vorgeworfen, eine aktive Rolle im Völkermord gespielt zu haben. Der Abschuss des Flugzeuges gilt als Auslöser des Völkermordes 1994 in Ruanda mit rund 800.000 Toten. Angeklagt war unter anderem der ehemalige Verteidigungsminister James Kabarebe. Die Ermittlungen wurden wegen mangelnder Beweise eingestellt.